Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge spreche ich darüber, warum die Tschechoslowakei tatsächlich zerfiel. Let's go! Womöglich, also natürlich abhängig davon, wie alt du bist und inwieweit du dich für Geschichte interessierst, erinnerst du dich an Silvester 1992? Das war eben diese Zeit, als Tschechien und die Slowakei getrennte Wege gingen, also eben keine Tschechoslowakei mehr darstellten, sondern Tschechien ein eigenes Land und die Slowakei jeweils. Das Paradoxe dabei war, dass tatsächlich 2/3 der Bürger gegen diese Trennung waren, aber dennoch blieb nichts anderes übrig, denn obwohl sie eigentlich zusammenbleiben wollten, konnten sie sich eben nicht einigen auf die 2 Dinge oder ich sag mal Grundpfeiler, die ja die Basis sind für alles, für eine gemeinsame Beziehung, privat wie beruflich, für ein Projekt, für eine Familiengründung, für eine Staatsbildung oder Staatserhaltung, Regierungsgründung, Regierungserhaltung. Also wie du schon siehst, global, kollektiv wie individuell braucht es immer diese 2 Grundpfeiler und das ist eben einerseits der gemeinsame Nenner und das gemeinsame Ziel, also eine gemeinsame Zukunftsvision. Und dort, wo es keine gemeinsame Zukunftsvision gibt, die eben auf bestimmten Werten und Mindsets basiert, da gibt es dann auch kein Miteinander mehr und automatisch die, die sich nicht damit identifizieren können, zum Beispiel mit einer Unternehmenskultur oder mit den Werten einer Person, sodass dann die Beziehung zerbricht oder mit den Werten eines Vereins, sodass sie dann austreten oder gar nicht erst eintreten, ja, also wirklich auf sämtlichen Ebenen, in sämtlichen Kontexten, wie du dir vorstellen kannst, ja, da spielt es eine Rolle und wenn es das nicht gibt, dann kommt das entweder nicht zustande oder zerbricht. Es gab, konkret gesagt, 2 Welten, 2 Realitäten, einmal die offizielle und einmal die inoffizielle. Offiziell, die formelle, war seit 1969 die Tschechoslowakei eine Föderation, also ein Zusammenschluss aus 2 Republiken, die dennoch für sich eigenständig waren. Ja, also man hat dann auch symbolisch diese Gleichberechtigung insofern dargestellt, dass zum Beispiel Fernsehnachrichten zur Hälfte in tschechischer und in der anderen Hälfte in slowakischer Sprache verlesen wurden. Aber tatsächlich war das eben nur diese Scheinwelt, dieses, was man nach außen darstellen wollte, aber was in der echten Realität, in der inoffiziellen sozusagen, gar nicht Wirklichkeit war. Ja, also letztlich auch wieder hier eine Frage der Perspektive und es gibt immer eine offizielle und eine inoffizielle Version und letztlich die Slowaken waren nicht so selbstbestimmt, wie sie sein wollten. Die Autonomie bestand auf dem Papier, aber tatsächlich wurde das gesamte Land von Prag regiert. Und das war eben damals die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, die eben die Macht erhielt, nachdem ja auch der Zweite Weltkrieg dann vorbei war, ja, einfach weil die östlich geprägt waren. Und deswegen gab es sozusagen immer schon diese wirtschaftlich überlegenen Tschechen nach dem Zweiten Weltkrieg, die letztlich das Sagen hatten im Staat. Also offiziell war es die Tschechoslowakei, aber eigentlich war es nur Tschechien und die Slowaken waren ein Teil von Tschechien und das wollten sie sich natürlich nicht gefallen lassen. Ich verlese mal keck ein Zitat vom Institut für tschechische Geschichte von der Karls-Universität Prag. Kein Volk der Welt wird sich nur mit einer Föderation zufrieden geben. Jedes Volk will einen eigenen Staat. Während sich die Tschechen schon von 1918 an mit der Tschechoslowakei als ihrem Nationalstaat identifizierten, wurden sie in der Slowakei stets als Union 2 Nationalstaaten aufgefasst. Ich finde dieses Zitat insofern so wertvoll, weil es eben die Problematik so kurz und bündig zusammenfasst und letztlich kannst du dir bei sämtlichen Nationen und Staaten diese Problematik vorstellen, ja, also dann auch wenn es Kriege gibt, beispielsweise jetzt Israel und Palästina oder Ukraine, Russland, es geht immer auch um Identität, wo sind die Grenzen und die Grenzen müssen bewahrt werden, ja, also auch immer ein Wechselspiel von Power und Force, von Macht und Gewalt. Diese Begrifflichkeiten definierte ein US-Psychiater namens Dr. David Hawkins, der sagte, dass die wahre authentische Macht ab der Kennzahl 200 beginnt, eben mit klarer Absicht, Mut, Courage, Zuversicht, Mitgefühl, Enthusiasmus, Liebe, Humanismus und die Gewalt geht dann her mit niedrig schwingenden Frequenzen und Schwingungen wie Angst, Scham, Schuld, Neid, Depression, Hass, ja, Wut wäre höher schwingend
Und letztlich ist das ganze Leben, global, kollektiv wie individuell, immer ein Wechselspiel von Power und Force. Aber laut Hawkins gewinnt langfristig immer die Macht über die Gewalt. Wobei natürlich die Frage ist, was langfristig bedeutet. Ist das eine Woche? Ist das ein Jahr? Sind das 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre? Ja, wir wissen, Narrative verändern sich. Wer an der Macht ist, hat die Wahl und auch die Bestimmung über die Realitätsgestaltung. Ja, also wer an der Macht sitzt, im Individuellen, wie im Kollektiven, wie im Globalen, im Privaten, wie im Beruflichen, wer die Machtposition einnimmt, der bestimmt über die Realität und das Narrativ im Rahmen von Framing. Diese Thematik erläutere ich auch in der gleichnamigen Podcast-Folge, die ich dir in der Beschreibung verlinken werde. Zurück zu Power und Force. Diese Begriffe erläutere ich auch eingehend in einzelnen Podcast-Folgen oder du checkst direkt meine Playlist Levels of Consciousness, Spiral Dynamics, wo ich eben darauf eingehe, oder auch Power vs. Force gibt es auch eine eigene Playlist. Zudem empfehle ich dir an dieser Stelle auch das Denkmodell Spiral Dynamics, was ich dir ebenfalls in der Beschreibung verlinken werde, wo es darum geht, wie die ganze Menschheitsgeschichte sich entwickelt hat und wo das Ganze hingeht. Ich persönlich denke, dieses Denkmodell hilft für Familien, für Unternehmen, aber natürlich auch für die Gesellschaft im Kollektiven wie Globalen. Nun, zurück also zur Tschechoslowakei. Offiziell, wie gesagt, gab es diese Gleichberechtigung, die eben im Sozialismus so deklariert wurde, so hey, wir sind alle gleich viel wert, wir sind ja alle eins, ja, aber das wurde eben nur so gesagt und dennoch, unter dieser Scheinwelt lebte die echte Realität wieder und sie bestand überwiegend aus Vorurteilen, die man sich gegenseitig mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger subtil oder auch offensichtlich vorgehalten und an den Kopf geworfen hat, ja, also ein klassischer Tscheche hatte die Überzeugung, dass seine, in Anführungsstrichen, seine Millionen von Steuern im, ja, rückständigen Slowakei landen, also dass sozusagen die Slowakei so arm ist und dass die Tschechen ihr ganzes Vermögen verbraten für dieses arme Land. Und die Slowaken dachten sich, ja, hey, was soll denn das? Die bauen sich mit unseren Steuergeldern eine schicke U-Bahn nach der anderen, renovieren alles, machen alles schön, aber eben nur in Tschechien, nur in Prag beispielsweise. Und das ganze Geld bleibt in Tschechien, obwohl es ja eigentlich Tschechoslowakei ist, aber das Geld wird nicht in unseren Teil des Landes investiert. Und das fanden sie natürlich ungerecht. Ja, die Slowaken sagten, die Tschechen sind arrogant. Ja, die immer so tun, ja, wir sind so zurückgeblieben, wir sind so schwächer, wir sind schlecht und wir müssten uns einfach mal mehr anstrengen, ja, weil die haben ja letztlich mehr Geld und wir sind so die Underdogs. Und ohne sie hätten wir keine Kultur und keine Zivilisation. Das fanden sie natürlich ungerecht und auch, ja, als Angriff auf sie, weil sie sagen, Moment mal, also wir haben unsere eigene Kultur, wir wollen eure Kultur gar nicht, also auch wieder eine Identitätsfrage. Und die Tschechen dachten sich, ihr seid extrem undankbar und letztlich ist eure Arroganz das Problem. Wir sind ganz normal, aber eure Arroganz und eure Überheblichkeit, die auf eurer Minderwertigkeit basiert, verknüpft mit dieser Undankbarkeit, die macht uns wiederum aggressiv. Ja, und ja, das war dann natürlich ein hohes Konfliktpotenzial, auch im Alltag. Du kannst es dir vorstellen, verschiedenste Mindsets und Energien, die dabei aneinander gekracht sind. Politisch gesehen war das Ganze also eine kommunistische Diktatur, die diese unter der Oberfläche schwelenden Konflikte unterdrückt hat, wie eingefroren hat. Ja, also sie waren da, aber sie wurden einfach totgeschwiegen. Man hat gesagt, das gibt's nicht, bei uns passt alles. Ja, man hat sämtliche nationalen Ambitionen und identitären Abgrenzungsversuche platt gemacht, aber nicht wirklich, sondern eben nur an der Oberfläche. Man hat sie nicht wirklich beseitigt. Du kannst es dir vorstellen wie ein autoritärer Vater, der seinen Sohn anbrüllt und ihm sagt, er soll auf zu heulen, er sei kein Mädchen, ein echter Mann weint nicht. Und natürlich wird der Junge höchstwahrscheinlich nie wieder vor seinem Vater weinen, sich angewöhnen, dass Tränen nur etwas für Schwächlinge, für Mädchen und Frauen sind, und seinen Schmerz unterdrücken oder zumindest niemals wieder nach außen hin zeigen. Ja, also eine sehr autoritäre Erziehungsmethode. Und so kannst du es dir vorstellen. Ja, also die Diktatur sagte, hört auf zu heulen. Ja, wir sind hier ein Land, es passt alles, es ist alles gut, hör auf zu heulen. Aber die unterdrückten Gefühle waren immer noch da. Sie waren eben nur unterdrückt. Ja, und letztlich
hat sich das dann auch in sämtlichen Bereichen manifestiert. Also, wie gesagt, in der Mentalität, auch im Alltag, in der gesamten Alltagskultur und natürlich auch in der Wirtschaftsleistung. Und letztlich wurde klar, es gibt nicht die eine tschechoslowakische Gesellschaft, sondern es gibt zwei Gesellschaften. Die haben ein Stück weit miteinander gelebt, aber überwiegend nebeneinander, also sozusagen eine Parallelgesellschaft in der Gesellschaft. Also die Tschechen haben neben den Slowaken gelebt. Nach außen hin hat man so getan, als wäre man eine Gesellschaft, aber man war es nicht. Und letztlich haben die sich immer wieder und immer mehr auseinandergelebt, aber das wurde eben so nie geframed oder nicht nach außen hin getragen, denn nach außen hin hat man weiterhin vertreten, hey, wir sind ein Land und wir sind, ja, einfach eine Nation, aber in echt war jedem klar, dass es nie so sein wird und auch nie war. Ja, der erste frei gewählte Ministerpräsident der Slowakei hat damals gesagt, der eigentliche Prozess der Auflösung der Föderation begann schon 1990 und wurde systematisch vorangetrieben. Ja, und das ist natürlich auch spannend, dass letztlich alle wussten, worum es geht, aber keiner es ausgesprochen hat. Also auch eine Form der paradoxen Kommunikation. Wenn dich diese Thematik näher interessiert, check auch meine gleichnamige Podcast-Folge, die ich dir in der Beschreibung verlinken werde. Dieser Konflikt hat sich dann letztlich auch in der politischen Landschaft gezeigt. Also es gab nicht eine Partei, die beide für sich gewinnen konnte. Ja, es gab sozusagen mehr zwei. Die eine war eben mehr in Tschechien beliebt und die andere in der Slowakei, obwohl es ja offiziell immer die Tschechoslowakei war. Ja, und die Tschechen, die hatten mehr diesen Schwerpunkt auf schnelle Reformen, ja, dass man die Marktwirtschaft neoliberal gestaltet. Ja, also nicht wie in Deutschland soziale Marktwirtschaft, sondern eben, hey, die Bürger sollen einfach irgendwie machen, was sie sollen und wollen, aber klappt schon irgendwie, ja. Und letztlich war das dann aber komplett entgegengesetzt zu dem, was in der Slowakei los war. Ja, die wollten mehr langsamere Reformen, die wollten und erwarteten auch vom Staat mehr soziale Sicherheit und auch mehr direkten Einfluss auf die Wirtschaft. Langfristig haben also die Tschechen die Slowaken als Ballast empfunden. Ja, also das geht auch schon ins vorherige Jahrhundert zurück, also ins 19., dass sozusagen Böhmen schon immer so, ich sag mal, der Kernpunkt oder der Knotenpunkt der damaligen Habsburger Monarchie war und insgesamt wirtschaftlich gut dagestanden ist, ja. Also du kennst eventuell auch den Spruch, das sind böhmische Dörfer für mich. Das bedeutet, wenn man sich nicht auskennt und Böhmen sozusagen der Bereich, der heute auch den Deutschböhmen zugesprochen wird, wo zum Teil auch Deutsch gesprochen wird oder wo auch deutsche Wurzeln sind oder deutsch-tschechische Stichwort Sudetenland. Wenn dich das näher interessiert, check meine Playlist Czech Sudeti Refugee Power Energy. Auf jeden Fall, die Slowakei war eigentlich mal ein Agrarland. Und ja, die Tschechen waren schon immer irgendwie wirtschaftlich stärker und deswegen gab es da auch immer wieder Probleme, also im Laufe der Zeit Arbeitslosigkeit in der Slowakei, weil man eben dann nicht mehr so diese Schwer- und Rüstungsindustrie benutzt hat, vor allem nicht nach dem Krieg. Deswegen sind viele Betriebe ausgestorben. Wie gesagt, viel Arbeitslosigkeit und die Tschechen haben sehr viel optimistischer in die Zukunft geblickt und hatten immer auch so eine, ja, Power Energy, so einen Elan und haben auch immer gehofft, hey, wenn es in Deutschland klappt nach dem Krieg, dieses Wirtschaftswachstum, dieses Wunder nach dem Krieg, ja, dass alles besser wird, dass alles neu aufgebaut wird, ja, dann schaffen wir das auch. Aber es war natürlich eine ganz andere Lage und Startbedingung, wenn man bedenkt, dass in Deutschland ja auch verschiedenste Pläne zur Verfügung standen und letztlich die USA darüber verfügt haben, dass aus Deutschland wieder eine eigenständige Weltmacht wird und eben kein Gurkenstaat. Ja, das haben wir den USA zu verdanken, weil die natürlich auch verschiedenste Versionen oder sage ich mal Timelines vor sich hatten. Es gab auch den Plan, dass man Deutschland einfach wie zu einem Gurkenstaat macht, wo gar nichts möglich ist, die komplett abhängig sind von den USA und von den anderen Ländern. Aber man wusste eben, okay, Deutschland hat eine super Lokalität, zentral in Europa, ein Knotenpunkt für sämtliche, ja, Bereiche, Industrie, Handwerk, Technik und liegt einfach perfekt. Deswegen wollte man aus USA-Perspektive Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eben stark sehen und nicht als Gurkenstaat. Deswegen hat man diesen Plan wieder verworfen. Aber ja, letztlich kann man diesen wirtschaftlichen Aufschwung den Amerikanern verdanken, weil sie eben so viel auch in Deutschland investiert
haben gerade in Westdeutschland, ja, weil natürlich je nachdem, wo welche Alliierten waren, der Einfluss ein anderer war. Ja, aber das wäre dann wieder eine andere Thematik. Aber wie du weißt, überall gab es anderen Einfluss. Ja, im Osten den russischen und im Westen eben mehr den amerikanischen. Und hinzu kommt natürlich dann auch französischen und britischen, je nachdem, wie gesagt, wo welche Soldaten auch stationiert waren und abhängig davon, wie man das eingeteilt hat. Im Folgenden lese ich dir wieder ein keckes Zitat vor, was wiederum sehr wichtig ist für den weiteren Verlauf und für das bessere Verständnis. Und zwar vom Finanzminister und späteren Premier und Staatspräsident. Er sagte, uns war klar, dass der Staat deutlich kleiner und in diesem Sinne schwächer wird. Uns war aber auch klar, dass wir daraus gestärkt hervorgehen, weil es dann zwei eigenständige Staaten geben wird, die nicht unter einem unterbrochenen Kampf um Kompetenzen zwischen Prag und Bratislava leiden. Ja, also man hat schon gecheckt, okay, es gibt langfristig keine Lösung und letztlich wurde dann auch viel diskutiert von den Politikern untereinander und es gab viele Verhandlungsrunden und viele Diskussionen und am Ende hat man dann aber, wie gesagt, mit knapper Mehrheit im Bundesparlament zugestimmt, dass man keine gemeinsame Zukunft mehr für Tschechien und Slowakei sieht und das eben 74 Jahre nach der Gründung und eigentlich wollte man, wie gesagt, bis zum Schluss zusammenleben, aber es gab eben keine Einigung, ja, also wie in einer Ehe, es gab keine richtige Lösung, man wusste, es funktioniert einfach miteinander nicht mehr, es gibt keine gemeinsame Zukunftsvision und es gibt nur Streitigkeiten, nur Konflikte, immer Machtkämpfe, wer was wann wie bestimmen darf, der eine fühlt sich immer bevormundet, der andere fühlt sich immer, ja, unterlegen oder auch falsch geframed, falsch gelabelt, also ständige Schuldzuweisungen, ständige Vorwürfe, keine Zukunftsvision, kein Fokus mehr auf den gemeinsamen Nenner. Und so kam es dann zum Bruch der Tschechoslowakei und deswegen gibt es heute, Stand 2024, die Tschechen und die Slowaken wieder separat. Und wie gesagt, ich persönlich halte das insofern für sehr spannend, weil wir natürlich weiterhin sehen, dass die Welt im Wandel ist und Grenzen immer nur im Kopf bestehen. Ja, also eine Regierung kann heute sagen, so, wir sind jetzt nicht mehr Teil von XY und dann ist es einfach so. Selbst wenn du was ganz anderes empfindest oder deine Identität wo ganz anders ist, ja, wenn plötzlich Grenzen verschoben werden, dann musst du dich natürlich auch wieder mit deiner Identität auseinandersetzen, weil du dich fragst, okay, irgendwie mein Land so gibt's gar nicht mehr, bin ich dann überhaupt noch der, der ich vorher war oder was ist jetzt mit mir? Ja, hierzu empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge zum Thema, dass Nationen immer stoisch geboren werden und epikureisch sterben. Ich persönlich denke, das gilt für alles im Leben, Beziehungen, beruflich wie privat, Regierungen, Unternehmen, Firmen, Nationen, alles, also auf globaler, kollektiver wie individueller Ebene, beginnt alles immer mit, hey, let's go, so stoisch, so okay, wir sind jetzt hier, okay, let's go. Aber dann irgendwann geht's gar nicht mehr und dann hilft es auch nicht zu kämpfen, ja, wenn du dann in dieser Beziehung bist. Es lohnt sich aus meiner Perspektive oder sagen wir aus der Perspektive von Deborah Date Doctor, es lohnt sich nicht zu einem Paartherapeuten zu gehen. Wenn du kämpfen musst, dann ist alles schon verloren, ja, weil wozu solltest du das machen? Also, wenn es funktionieren würde, dann würde es ja funktionieren. Und ich persönlich halte Kämpfen immer für die falsche Lösung, weil Kampf ist immer Force Energy und Force Energy ist immer einhergehend mit negativen Emotionen und Schwingungen. Wie gesagt, das erkläre ich in den gleichnamigen Podcast-Folgen Bewusstseinsskala des Dr. David Hawkins. Auf jeden Fall, wenn es dann zu Ende ist, muss man es sofort loslassen und darf nicht kämpfen und auch nicht ewig rumtrauern, weil es bringt nichts, es ändert nichts und letztlich muss man immer nach vorne gucken. Und deswegen ist Let Go auch Power Energy, loslassen ist Power Energy. Ja, dass man sein Narrativ auch sofort ändert und nicht ewig sagt, oh, jetzt bin ich XY, in dem Fall jetzt, ich bin jetzt der, der nicht mehr Tschechoslowake ist, sondern jetzt bin ich wieder nur Tscheche oder nur noch Slowake, weil, ja, letztlich alles ein Ablaufdatum im Leben hat, alles hat eine gewisse Frequenz und wenn die erreicht ist, dann ereignet sich etwas oder eben auch nicht. Ja, es hat auch was mit Empfänglichkeit und Bereitschaft zu tun und das hängt wiederum eben wieder mit Mindsets und Energien zusammen. Und ja, das finde ich sehr spannend und zum Abschluss dieser Podcast-Folge lese ich noch vom berühmten Poeten und Schriftsteller Rainer Maria Rilke einen Aphorismus zum Thema Verlust vor, der mir im Leben immer sehr geholfen hat, weil du natürlich die Gefühle nicht ignorieren darfst, nicht verdrängen darfst, aber
du musst auch immer wissen, irgendwann ist auch wieder gut. Weil eben, wie gesagt, alles im Leben hat ein Ablaufdatum und das gilt eben auch für nationale Identitäten. Deswegen mein Basic Mindset Identität darf auch nicht auf Landesgrenzen gebaut werden, weil wie gesagt, eine Regierung kann immer kommen und sagen, das gibt's jetzt nicht mehr, jetzt ist alles vorbei. Ja, wer bist du dann? Ja, dann kriegst du auch krass die Identitätskrise, wenn du merkst, dein Land gibt's so nicht mehr oder deine Stadt oder was auch immer. Deswegen niemals die Identität auf etwas legen oder setzen, was dir weggenommen werden kann, was irgendwer aufgrund irgendeiner Definition, aufgrund irgendeines Paradigmen, Werte, Normen, Wandels und Wechsels verändern oder komplett auslöschen kann. Ja, Identität musst du immer in dir stärken und festigen. Und deswegen ist mein Basic Mindset eben auch, dass deine Identität das wichtigste Investment in deinem Leben ist und inflationsgeschützte Mentalität bedeutet, diese Podcast-Folge und Thematik verlinke ich dir auch in der Beschreibung, weil ich eben denke, dass du in dieser wilden Zeit und auch in der Zukunft nur gut klarkommst, wenn du eine starke Identität hast, die sich eben auf dir selbst gründet und auf nichts Äußerem, also nichts Materiellem, keinen anderen Menschen, auch nicht auf einer Regierung, nicht auf einer Nationalität, all dem, weil das sind alles nur gedankliche Konstrukte, die jederzeit geändert werden können, ja. Ganz wichtig, also wie gesagt, meine Perspektive auf diese Thematik und ja, im Folgenden also dieser Aphorismus zum Thema Verlust von Rainer Maria Rilke. Man muss nie verzweifeln, wenn einem etwas verloren geht, ein Mensch oder eine Freude oder ein Glück. Es kommt alles noch herrlicher wieder. Was abfallen muss, fällt ab. Was zu uns gehört, bleibt bei uns. Denn es geht alles nach Gesetzen vor sich, die größer als unsere Einsicht sind und mit denen wir nur scheinbar im Widerspruch stehen. Man muss in sich selber leben. Und an das ganze Leben denken, an all seine Millionen Möglichkeiten, Weiten und Zukünfte, dem gegenüber es nichts Vergangenes und Verlorenes gibt. Ja, also letztlich, wie gesagt, ist dein Zuhause auch immer nur in dir selbst und du bist immer da zu Hause, wo du bist und das ist letztlich die ganze Welt, weil wie gesagt, Landesgrenzen sind nur ein Konstrukt und wenn Regierungen sich zusammensetzen, dann sind die Landesgrenzen auf einmal verschoben, ja, du kannst dir gern einfach mal die gesamte Weltgeschichte angucken und selbst recherchieren, inwieweit sich da Grenzen ständig verschoben haben. Da gibt es auch sehr spannende Bücher dazu, ja, wenn dich das interessiert. Ich finde das hochspannend, weil letztlich alles immer ein Wechsel von Power und Force ist, aber es ist eben dem Wandel unterworfen und alles, was dem Wandel unterworfen ist, ist nicht wirklich echt. Ja, weil alles, was verändert werden kann, ist nicht real. Es ist immer eine Illusion, wenn man es so will. Und deswegen ist natürlich auch mein Basic Mindset, die einzige Realität ist Bewusstsein. Und umgekehrt natürlich auch Bewusstsein erschafft die Realität. Warum Realität nur ein Konstrukt ist und basiert auf deinen Annahmen und Erwartungshaltungen sowie Glaubenssätzen, das verlinke ich dir ebenfalls in der Beschreibung, weil das, wie gesagt, nicht nur für Landesgrenzen gilt, sondern auch für deine eigenen Grenzen, die du dir selbst mehr oder weniger bewusst im Alltag und in deinem beruflichen und privaten Leben setzt, weil du eben denkst, es ist so, weil es so ist, aber warum ist denn alles so, wie es ist? Ja, weil du glaubst, dass es so sein muss. Aber warum glaubst du das? Wahrscheinlich, weil du konditioniert wurdest und weil du das so oft gehört hast, dass du es für die Realität hältst. Aber denk dran. Realität ist immer nur ein Konstrukt und das gelingt dir eben nur herauszufinden mit Bewusstseinserweiterung und Perspektivenwechsel und ja, darüber kläre ich hier auf meinem YouTube-Kanal auf und das ist auch eben Schwerpunkt meiner Mindset-Coaching-Arbeit. Weitere Kontaktdaten von mir findest du unter www.deborahfleischmann.de oder auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Ansonsten viel Spaß beim Bewusstsein erweitern, beim Perspektivenwechsel und denk dran, wie gesagt, die einzige Realität ist dein Bewusstsein. Keep it in the villa. Ciao.